Jungs, habt ihr Bock auf die WM? Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Ja, Deutschland ist zum ersten Mal seit 2010 bei einer Basketball-WM dabei. Und ja, das Team ist, so sagt man, wahrscheinlich die beste Nationalmannschaft, die Deutschland je hatte. Würdet ihr zustimmen soweit? Ich glaube, es ist gerade so. Ich glaube, es ist gerade ein guter Zeitpunkt oder ein toller Zeitpunkt, Bundestrainer zu sein. Also es ist schon eine sehr, sehr, sehr gute Mannschaft. Am 31. August geht's los. Vorher steht noch das große Trainingslager an hier in der Arena Trier. Und wir wollen darüber reden, wer im Kader von Bundestrainer Henrik Rödel sein wird. Und dafür habe ich hier die Expertenrunde eingeladen. Das sind die Trainer des Gladiators Trier e.V., David Weilert, Kevin Ney und Jonas Borschel. Ja, danke fürs Kommen. Ja, vorab, die Nationalmannschaft wird eine Woche hier sein. Werdet ihr das auch nutzen und mal im Training vorbeischauen und euch das angucken, was abgeht? Ja, auf jeden Fall. Also diese Chance, ich habe eben noch beim Essen mit Jonas gesprochen, werden wir wahrscheinlich so schnell nicht mehr bekommen, dass wir so einfach die ganzen Stars in der Nähe haben, den Bundestrainer in der Nähe haben und dass die dann hier wirklich eine Woche lang trainieren. Dann dieses Länderspiel noch. Ich denke, da können wir einiges mitnehmen. Ja, 16 Spieler werden am Montag nach Trier kommen und am Donnerstag wird Henrik Rödel bekannt geben, wen er nominieren wird. Und ja, jetzt wollen wir uns mal angucken, wen ihr mit nach Trier und mit zur WM nehmen würdet. Vielleicht fangen wir mal so an und nähern uns der Sache, indem wir überlegen, wer absolut gesetzt ist. Ich habe meinen Kader natürlich auch vorbereitet. Und ja, was würdet ihr sagen? Also wer ist mal mit absoluter Sicherheit dabei? Über wen brauchen wir nicht zu diskutieren? Also ich denke, die vornehmlich die NBA-Jungs werden alle dabei sein. Also für mich würde da jetzt dazu zählen Dennis Schröder, Maxi Kleber, Paul Zipser mit Abstrichen, aber und Daniel Theiss halt. Also die Jungs, denke ich, werden wir auf jeden Fall im Kader sehen. Daniel Theiss, seid ihr alle ganz sicher, obwohl er kein Spiel in der WM-Quali gemacht hat? Ja, ich denke schon, dass er dadurch, dass er jetzt in der NBA spielt, auch eine gewisse Qualität vorzuweisen hat. Und ja, ich denke, er hat so eine Athletik, die er da an den Tag legt, dass er uns da auf jeden Fall weiterhelfen kann. Alles klar. Ja, also Schröder, Theiss, Kleber, haben wir jetzt gesagt, Zipser auch. Habt ihr den alle im Kader? Zipser ist auch bei mir. dann habe ich noch als ganz sicher Robin Benzing als Kapitän. Würde jemand widersprechen? Nein. Okay. Ja, Jonas, wen hast du noch, wo du sagst, ist nicht zu diskutieren drüber? Ja, also wen ich noch sicher drin habe, ist Mauro Dolo, der auch in der Euroleague überragend gespielt hat, und Johannes Vogtmann und Tibor Pleiss. Das sind für mich auch gesetzte Kandidaten, die aufgrund auch ihrer internationalen Erfahrung da wirklich gute Chancen haben. Ja, Tibor Pleiss ist jetzt schon der erste möglicherweise diskussionswürdige Kandidat. Habe ich nicht drin. Hat lange kein Länderspiel mehr gemacht, weil er ja irgendwie sich vor einigen Jahren mal ein bisschen unrühmlich aus einer Vorbereitung auf ein Turnier verabschiedet hat und das bei der Mannschaft nicht so gut angekommen ist. Mittlerweile hat es wohl Gespräche gegeben und die Stimmung ist wieder ein bisschen besser. Was meint ihr, ist er dabei? Also ich habe ihn auch bei mir auf der Liste. Ich denke, es ist einfach ein Big Man, der schon seine Qualitäten hat und deswegen zum Kader gehören sollte, allein von der Qualität her. Also ich muss sagen, ich habe ihn nicht auf meiner Liste, aus einem einfachen Grund, weil ich halt glaube, klar, was die beiden meinen, dass er halt eine gewisse Größe mitbringt, Qualität hat und auch oder in der Defense unterm Korb schon was darstellt, ein guter Rim-Protector sein könnte, aber ich denke halt, dass für die ja doch eher meistens aggressive Defense, die Henrik Rödel spielen lässt, mobilere Big Men vielleicht besser geeignet sind. Deshalb habe ich ihn jetzt in meiner Auswahl nicht dabei, gerade weil wir auf den großen Positionen ja auch wirklich gute, mobile Big Men haben, die ihn da auch, denke ich, ersetzen können. Was ist mit Nils Giffey? Jonas, hast du den im Kader, würdest du sagen? Geht es da bei dir jetzt um den 16er-Kader? Oder den? Wir sind beim 16er-Kader, ja. Also absolut. Ich hab Nils Giffey dabei bei den 16ern, weil er auch einfach sehr flexibel einsetzbar ist, auch gut verteidigt. Und das, was David auch angesprochen hat, also ich glaube, er passt da auch bei Henrik Rödel gut in das System rein.
und hat auch eine überragende Saison bei Alba Berlin gespielt, sich da auch auf internationalem Top-Niveau weiterentwickelt. Also ist auf jeden Fall ein Spieler, auf den ich jetzt besonders in diesem 16er-Kader nicht verzichten möchte. Alles klar, das heißt, wir haben auf der 1 gesetzt auf jeden Fall Schröder und Loh, auf der 3 Giffey und Benzing, auf der 4 Bartel und Kleber, beziehungsweise Zipser auch noch auf der 3 und auf der 5 Theis und Vogtmann. Habt ihr auf der 2 jemanden, wo ihr sagt, ist auf jeden Fall dabei, wo ihr euch über alle einig seid, oder ist da noch das größte, die größten Fragezeichen? Kann ich mal sagen, wen ich habe. Ja. Ja. Also für mich auf der 2, jetzt für den 16er-Kader, ist Ismet Akpina, Carsten Tada und Andreas Obst. Das sind die drei Kandidaten. Und ja, da ist gerade Ismet Akpina, ist glaube ich einer der aufstrebenden deutschen Spieler auf der 2 und hat auch da eine tolle Saison in Ulm gespielt und der wäre für mich auch in jedem Fall gesetzt. Tada durch seine Erfahrung. Und Obst durch die Feuerpower von außen, die er mitbringt, kann er auch ein sehr wertvoller Spieler sein. Okay, ja. David, als Nächster darfst du deine Wackelkandidaten vielleicht vorstellen. Vorher können wir noch einen Veranstaltungshinweis einbauen, weil du uns unbedingt noch sehr gerne. Und und zwar im Zuge des Länderspiels am 11.8. findet auch eine Lehrerfortbildung bzw. Mini-Trainerfortbildung in Trier statt. Und dazu kann man nur herzlich einladen, weil wir konnten dank des DBBs dafür einen super Referenten gewinnen mit Jürgen Maßmann, der vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist aus der Vergangenheit als Basketballprofi, aber auch jetzt als verdienter Referent im deutschen Basketball. Und wer Lust hat, gerne vorbeikommen, sich anmelden über das DBB-Jugendsekretariat. Ist das jederzeit möglich und ist für alle Trainer, Vereinstrainer, aber auch Lehrer in der Schule, die Kinder bis zur 6. Klasse unterrichten, sehr interessant. Und dann, um zum eigentlichen Thema zurückzukommen, meine Wackelkandidaten habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar auf den Guard-Positionen habe ich zwei, für die, also die sich aus meiner Sicht so ein bisschen die Positionen oder Konkurrenten sind. Das ist einmal Dorit und Saibu. Ich denke, beides gute Charaktere für so eine Mannschaft. Deshalb sind das so Wackelkandidaten für mich. Aus meiner Sicht wird nur einer von beiden teilnehmen können oder in den Kader mitrutschen. Und auf den großen Positionen habe ich jetzt noch, die beiden haben wir es noch nicht genannt, aber mit Senkfelder und Wagner, also Moritz Wagner, zwei, die, denke ich, auch um die Plätze kämpfen müssen. Also wären für mich so Wackelkandidaten, die nicht sicher drin sind, noch nicht mal in dem 16er-Kader. Wollen wir jetzt noch kurz drüber reden, dass David als Trierer hier die beiden Ex-Trierer Saibu und Doret nominiert hat? Kevin, was sagst du dazu? Ja. Also natürlich Ex-Trierer. Das ist richtig, aber ich denke nicht nur, weil sie Ex-Trierer sind, sondern auch, weil sie doch sportlich doch auch was aufzuweisen haben. Und klar, also wenn man dann die anderen Guards sieht, da ist schon, nämlich auch schon eine ordentliche Qualität, aber nicht zuletzt geht es ja auch darum, ein gutes Team auf die Beine zu stellen. Und es gibt ja, also ich würde jetzt mal einen interessanten Vergleich ziehen, aber ich finde, die beiden Typen ähneln einem Lukas Podolski doch sehr. Und wir wissen, 2014 bei der Weltmeisterschaft war Lukas Podolski ja anscheinend ein wichtiger Bestandteil dieses Teams. Und genau so eine Rolle würde ich den beiden halt auch zuschreiben, weil sie halt erstens super Typen sind und, glaube ich, auch so ein Mannschaftsgefüge, das Klima in der Mannschaft auf einem guten Niveau halten können über mehrere Wochen. Absolut, ja. In meinem Kader ist auch Basti Doret, weil ich der Meinung bin, dass das einfach der geilste Typ ist und dass es wichtig ist, so jemanden dabei zu haben. Ob er sportlich unter die letzten 12 schafft, das ist schon verdammt schwierig. Eigentlich eher unwahrscheinlich. Aber ich vertrete die These, dass er als 13. Mann mit zur WM kommt, einfach für die gute Laune und dass er da irgendeine Aufgabe als Social Media Beauftragter. Als Social Media Beauftragter, sehr gut, sehr gut. Und da die Stimmung hochhält, das wäre meine Nominierung als 13. Platz für den WM-Kader. Kevin, wen hast du auf den großen Positionen noch, den wir noch nicht genannt haben? Ich glaube, wir haben jetzt über alle gesprochen.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon jeden auf den großen Positionen angesprochen. Ich habe da nichts zu ergänzen. Ich habe auch Danilo Bartel, Maxi Kleber, wenn man es dazu zählen möchte, Moritz Wagner, Vogtmann, Pleiss, Theis, das war's. Haben wir Danilo Bartel eben mit dabei gehabt? Wir als hatten Fester? ihn nicht explizit erwähnt. Ich glaube, ihr hattet ihn nicht. Ich habe ihn auf jeden Fall aufgezählt bei Fest. Ja, ja, also er gehört definitiv fest dazu. Zu denen, die gesetzt sind, genau. Ja. Deswegen hat es auch niemand beschwert. Ich habe Johannes Thiemann noch mit drin. Was sagt ihr dazu? Habt ihr auch mit? Also, oder? Ja? Ich habe Johannes Thiemann mit dabei. Als Wackelkandidat, auch gerade so als Borderliner in dem 16er-Kader. Genau, ich glaube, da ist ein relativ enger Kampf zwischen ihm und vielleicht David Krämer noch, der ja jetzt auch einen Vertrag in der NBA erhalten hat und da auch eine gute Summer League gespielt hat. Also jemand, der vielleicht da noch ein Wackelkandidat wäre, um in diesen 16er-Kader mit reinzurutschen. Je nachdem, wie der Fokus des Bundestrainers ist, ob er lieber ein paar mehr Guards oder ein paar mehr Große mit dabei haben möchte. Okay, haben wir schon über Isaac Bonga gesprochen? Hat den einer von euch drin? Ich habe den drin, ja. Ich habe den auch drin, ja. Was ist deine Begründung? Ja, ich finde, Isaac sollte dabei sein. Ich habe auch Franz Wagner dabei, weil ich es echt cool fände, wenn junge Spieler so früh wie möglich auch schon an so ein Niveau herangeführt werden. Franz Wagner hat ja jetzt auch bei Alba super Leistungen schon aufs Parkett gelegt. Das ist meine Intention davon. Wie gesagt, der Kader, der 16er-Kader ist ziemlich groß und da würde ich dafür plädieren, noch zwei jüngere Spieler mitzunehmen, einfach um denen eine Chance zu geben, um sich mal zu beweisen. Ja, finde ich auch gut. Bei Franz Wagner ist es, glaube ich, so, dass er nicht ganz fit ist im Moment, zumindest bei der U18 EM wenig spielt und deshalb. Also ich glaube, das ist auch sehr, sehr optimistisch von mir gesehen, muss ich sagen. Es wäre so ein Wunsch, sage ich mal, für ihn. Weil ich glaube, das wäre schon ganz cool. Ne? Ich meine, auf so einem Niveau in dem Alter haben, glaube ich, die wenigsten bisher gespielt. Von daher würde ich es ihm gönnen, aber ich glaube, es ist unwahrscheinlich. Alles klar. Ja, habt ihr jetzt noch irgendeinen Kandidaten drin, über den wir noch nicht gesprochen haben, wo noch was zu diskutieren ist? Sieht nicht so aus. Gut, ich auch nicht. Dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht, weil, wie gesagt, am Donnerstag wird Henrik Rödel in Hamburg den Kader veröffentlichen. Bis dahin, wenn ihr auch Lust habt, den Kader zu tippen, könnt ihr das bei uns auf der Facebook-Seite des Gladiators Trier e.V. oder bei Instagram oder überall sonst tun. Aber wenn ihr das bei Facebook und Instagram macht, habt ihr die Chance, zwei Tickets fürs Länderspiel gegen Schweden zu gewinnen. Von daher kann ich nur empfehlen, das zu tun und wünsche viel Glück. Ja, dann war es das von uns. Vielen Dank an euch für die Expertenrunde. Ich hoffe, das können wir öfter machen. Das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Sehr gerne. Und danke an alle fürs Zuschauen. Grüße wie immer an alle Gladiators-Mitglieder. Und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao.